Hallo und schönen guten Abend zusammen. Ich sehe, es gibt einen Zuschauer, wer auch immer das ist. Ich möchte einfach aus meiner Küche 7 hier heute etwas kochen. Ja, mein Name ist Anja Hassun, herzlich willkommen in der Küche 7. Und es gibt einen geheimen Grund, warum ich ein Rezept ausprobieren möchte und muss. Und das werde ich jetzt tun. Und ich habe für dieses Rezept nur eine halbe Stunde Zeit, also maximal. Und deswegen fange ich sofort an und lasse euch einfach teilhaben an meinem Experiment. Ich will etwas Neues ausprobieren, und zwar Erbsenkrapfen mit Za'atar und Feta. Za'atar, ein libanesisches Gewürz, eine Gewürzmischung, selber hergestellt. Die kommt hier rein. Und ich lege jetzt mal direkt los. Laut meinem Rezept muss ich jetzt die Erbsen in einem Mixer grob zerkleinern. Okay, meinen Mixer kennt ihr. Ich habe hier den Thermomix TM6. Ohne den geht ja gar nichts. Und hier habe ich 500 Gramm Erbsen. Diese Erbsen werde ich jetzt nochmal einwiegen in meinen Mixtopf und dann grob zerkleinern. Dazu brauche ich nochmal eine Spatel. Ich hoffe, ihr hört mich gut und seht mich gut. Ich habe leider mein Mikrofon vergessen, also es ist völlig improvisiert, aber das macht sie auch irgendwie aus. Also, hier kommen jetzt hier mit 500 Gramm aufgetrocknete Erbsen hinein. Das passt ganz genau. Und diese Erbsen werde ich jetzt grob zerkleinern im Intervall. Und da brauche ich kein Kubidu-Rezept oder so etwas, sondern ich mache das hier einfach frei Schnauze. Gehe mal so auf 15 Sekunden und dann auf Stufe 4, 5. Schalte ich einfach mal aus, guck mal rein. Ja, die dürfen noch ein bisschen, weil ich will ja Krapfen herstellen. Und deswegen können diese Erbsen ruhig ein bisschen kleiner sein. So, nochmal ein Blick in den Mixtopf. Das sieht ziemlich gut aus. Waren also jetzt hier so ein paar Sekündchen. Ja, ich denke mal, so sind sie wirklich schön zerkleinert. Und ich kann es nochmal runterschieben, dann sehe ich das, weil ich brauche ja eine schöne Erbsenmasse. Ja, das sieht eigentlich ganz nett aus. Ich denke, für Krapfen passt das so. Im Rezept steht auch grob zerkleinern. Ja, ich fülle das jetzt direkt hier in eine Rührschüssel um. Also in diesem Falle mit tiefgekühlten Erbsen. Also kein frisches Gemüse, sondern TK, was ja mindestens genauso viele Vitamine hat wie frisch. Also wenn ihr etwas so mit Gemüse zubereiten wollt, dann nehmt gerne TK-Ware, weil die ist schockgefroren. Da sind auch wirklich immer noch alle Vitamine enthalten. Da kann man also gar keinen Fehler machen. Ja, ich sehe, es gibt ein paar Zuschauer. Das macht mich total happy. So, und jetzt geht's weiter mit dem Rezept. So, jetzt in eine Schüssel umfüllen. Jetzt möchte das Rezept Ricotta-Käse. Und zwar Menge 120 Gramm. Da könnt ihr natürlich eure Küchenmaschine hier, diesen wunderbaren Thermomix, direkt nutzen. Schüssel oben drauf. Ja? Und dann die Waage aktivieren. Und hier fülle ich jetzt meinen Ricotta-Käse ein. 120 Gramm, das ist so ziemlich der halbe Becher. So. 120. Ein bisschen. Ein Stück noch. Heute ein bisschen zu viel. Ja, das passt. Das ist der Ricotta-Käse. Dann möchte das Rezept 3 verquirlte Eier. Das mache ich natürlich vorher, dass ich die Eier auch tatsächlich hier im Messbecher verquirle. Da steht große Eier, das sind jetzt Eiergröße M, sollte also auch noch funktionieren. Und zum Verquirlen finde ich immer ganz praktisch hier so ein Schneebesen mit so einer Silikonspirale. Das dauert nämlich nicht lange, das geht super schnell. Und die Eier sind richtig schön schaumig verquirlt. Könnt ihr gut sehen, ne? So. Die kommen jetzt hier auch in meine Schüssel. Zack, rein. So. Verquirlte Eier. Jawohl. Dann
möchte das Rezept. Zitronenschale und zwar ein Teelöffel. Achtung, nur Bio-Zitronen zum Abreiben nehmen und mit einer schönen Testerreibe könnt ihr hier ganz wunderbar frischen Zitronenabrieb machen. Das kommt ja auch ganz oft bei Backrezepten vor. Es duftet fantastisch, ne? Und ein Teelöffelchen, ja, ich mache noch ein bisschen mehr. Ich finde das super frisch, frischen Zitronenabrieb, das ist echt so was ganz, ganz Feines. In der Backküche wird es gerne genommen, aber jetzt auch hier für mein Rezept. Ein Teelöffel, nur von der Menge her. Rein damit. So, dann brauche ich 3/4 Teelöffel Salz. Okay, ich nehme mal von der Mühle. Also ordentlich salzen die Masse. So. Und ein bisschen Pfeffer. Nicht zu wenig, also Pfeffer kann dieses Rezept ganz gut vertragen. So, frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer in diesem Fall. Und das Ganze wird jetzt gut vermischt. Das kann man ganz gut mit einem ganz normalen Kochlöffel machen. Da braucht ihr jetzt kein extra Gerät. Also wir haben jetzt hier die Erbsenmasse mit Ricotta-Käse, Eiern, Salz, Pfeffer und Zitronenabrieb. Das sieht schon mal sehr homogen aus, sagt man ja dazu, eine homogene Masse. Und in der Zwischenzeit werde ich mal, meine Sonnenblende ist gerade abgestürzt, aber macht nichts, ihr könnt mich hervorragend sehen, das passt alles. In der Zwischenzeit werde ich mal das Öl erhitzen, weil ich ja so ein bisschen auf die Uhr gucken möchte. Also hier habe ich meine Pfanne. Mal gucken, wo der Herd sich jetzt die Hitze schnappt. Warte. Ja, der anfängt zu sein. So ist das, wenn man einen ganz neuen Herd bedient. So, Sonnenblumenöl, ungefähr 1 Liter. Ich nehme hier einfach meine große Wokpfanne. Da kann man nämlich ganz hervorragend drin frittieren, weil man viel Platz hat. Und das Öl wird schön gleichmäßig erhitzt. Und da fülle ich jetzt hier mal 1 Liter Öl ein. Ja, das geht auch ziemlich schnell. Aber sowas ist immer gut, wenn ihr was frittieren wollt, dann bereitet das ruhig schon mal vor. Weil, wie ich euch ja verraten habe, das ist ja jetzt hier ein Überraschungsrezept, was auch nur eine halbe Stunde dauern darf. Ich habe jetzt gar nicht die Zeit gestoppt, aber ich sehe das ja dann anhand der Länge von unserem Livestream, wie lange das Ganze gedauert hat. Okay, hätte man vielleicht ein bisschen öffnen können, diese Flasche. Das wird richtig schnell heiß. So, gleich aus der hier auch noch ein bisschen rein. Sonnenblumenöl eignet sich hervorragend zum Frittieren, weil es stinkt nicht so. Ich weiß ja nicht, was ihr da gerne für benutzt, aber ich komme da recht gut mit zurecht. Ich sag mal so Billigöl, das kaufe ich ungern. Gut, so, in meinem Rezept geht es weiter. Also, wir haben jetzt Ricotta, wir haben die Erbsen, Eier, Zitronenschale, Salz und Pfeffer. Alles gut gemischt. Jetzt kommen da rein 3 Esslöffel Zartar. Zartar selber frisch zubereitet. Mein Tipp für euch, macht das selber, weil es ist ein ganz tolles, gesundes, eine ganz tolle, gesunde Gewürzmischung, schmeckt hervorragend zu Naturjoghurt mit Olivenöl und dann einfach frisches Brot dazu. Also das kann ich nur empfehlen und davon gebe ich jetzt hier 3 Esslöffel in meine Erbsenmasse. 1, 2, 3, das ist also wirklich reichlich, aber zum Beispiel in dem Zartar ist ganz viel Sesam drin. Gerösteter Sesam schmeckt hervorragend. Und weiter geht es mit Mehl und Backpulver. Also Backpulver, 1,5 Teelöffel. Ich verrühre aber schon einmal das Zartar. So. Und jetzt Backpulver, 1,5 Teelöffel. Das mache ich auch ganz genau nach Rezept, damit mir das dann auch richtig gut gelingt. 1 und 1,5. So.
120 Gramm Mehl kommen da noch rein. Ne? Das ist also hier. Also, ne, da hatten wir Mehl und Backpulver. Mehl möchte das Rezept 100 Gramm. Da habe ich jetzt hier Dinkelmehl, das wiege ich mir vorher noch mal kurz ab. Das ist eine separate Schüssel. So, 100 Gramm Mehl. Jawohl, das passt. Und jetzt vermische ich das, hier ganz sanft. Kurz verrühren. Das wird jetzt ein richtig schöner Teig. So. Und jetzt am Schluss kommt noch Feta dazu und gehackte Minze. Die Minze hier aus dem Garten, frisch gepflückt. Die werde ich jetzt einmal in kleine Streifen hacken. Und das mache ich auch direkt manuell mit dem Messer, also nicht mit einer Küchenmaschine, weil ich möchte, dass die Minze wirklich ihr tolles Aroma behält. Und das geht schön, wenn man das einmal hier mit dem Messer so klein hackt. Da braucht man also gar keine Maschine erst für den Betrieb nehmen. Und dadurch, dass die so scharf geschnitten wird, können sich die ätherischen Öle der Minze auch richtig schön entfalten. So. Und sie wird nicht gequetscht, sondern scharf geschnitten. Das ist auf jeden Fall besser für das Aroma. Noch ein bisschen. So. Okay. So, hier ist jetzt die Minze, die kommt jetzt noch dazu. Und natürlich der Feta. Und den Feta, den zerbrösele ich einfach mit der Hand. Das werden jetzt einfach so Würfelchen, der sollte auch nicht zu klein sein, weil der in unseren Krapfen nachher auch so ein bisschen schmelzen soll. Also der soll ja auf jeden Fall so den soll man noch so richtig schön rausschmecken und auch spüren. Und deswegen mache ich den nicht zu klein, sondern gebe den jetzt hier so grob hinein, ein halbes Päckchen hiervon, so, genau, wunderbar. Das Öl ist auch gleich heiß. Wisst ihr, wie ihr am besten testen könnt, ob euer Öl frittierheiß ist? Dafür nehmt ihr einfach ein Holzstäbchen, hier so ein ganz normales Schaschlikstäbchen, und haltet das ins Öl. Ihr könnt es jetzt nicht so gut sehen, ich beschreibe es mal. Wenn an dem Stäbchen Luftblasen hochsteigen, also das fängt richtig so an zu brodeln, dann hat euer Öl die richtige Frittiertemperatur. Ne? Einfach ein Holzstäbchen nehmen und reinhalten und dann wisst ihr das. So, jetzt hebe ich das hier ganz vorsichtig unter, damit ich den Feta nicht so sehr zermatsche. Und dann kann es an sich schon losgehen. Also, ne, das Rezept sagt auch, die Feta-Stücke sollten möglichst heile bleiben. Das habe ich jetzt hier gemacht. So, sehr gut. Das sieht toll aus. So, und jetzt ist das Öl heiß bei mittlerer Temperatur. Ich fange mal jetzt an, wenn es zu heiß ist, das merke ich gleich. Und gebe jetzt mit 2 großen Löffeln Krapfen in das Öl. Und die müssen gar nicht so perfekt sein. Das heißt, ihr nehmt einfach eure beiden Löffel und formt so, ne, so Nockern, kann man auch dazu sagen, wie so Eiernockern. So. Also so, nehmt das schöne große Esslöffel und die lasse ich jetzt hier in das Öl hineingleiten. Zack. Und schon fängt der Frittiervorgang an, damit ich jetzt hier nicht so ganz so eingestimmt werde, werde ich mal ein bisschen den Abzug aktivieren. Ich hoffe, das wird nicht so laut im Hintergrund. Also, Nockern machen, nicht zu klein, nicht zu groß, upsala. So, das war ein bisschen viel und rein ins Öl. Zack, ne? Und das werden jetzt von dieser Masse, ungefähr sollten das so 20
30 von den Krapfen werden. Ihr müsst euch gar nicht die Hände schmutzig machen, sondern könnt es jetzt einfach so hier auspacken. Sieht schon toll aus, riecht auch fantastisch. Was ich vor allem jetzt rausrieche, ist die Minze. Das riecht ganz, ganz toll. Ich drehe mal ein bisschen runter die Temperatur, damit es nicht zu schnell geht. Also achtet dann wirklich auch darauf, dass es nicht zu schnell frittiert, damit eure Noppeln in der Mitte auch durch sind. Ich gebe mal noch ein paar ins Öl. Ein bisschen könnt ihr das sogar sehen. Ne? Wenn ich dann irgendwann ein Profi bin, dann habe ich auch hier so eine Overhead-Kamera, dass ihr auch in den Topf hineinschauen könnt. Jetzt müssen wir uns erstmal so damit hier zufrieden geben. Aber ich hoffe, dass ich es euch gut erklärt habe. Ich zeige es noch einmal. Also ich habe jetzt hier einen Esslöffel mit der Erbsenmasse, mit Ricotta, Zitronenabrieb, Feta und Zaatar und gebe das hier in mein Frittierfett. Und nach 2-3 Minuten muss ich diesen Krapfen im Fett drehen, damit er natürlich auch von der anderen Seite schön braun wird. Und ja, schade, dass ihr das jetzt nicht so genau sehen könnt von oben wie ich. Es sieht nämlich schon fantastisch aus. Ich glaube, einer passt noch rein. Es sind jetzt 12 sind schon drin. Also ich denke mal, 2 Frittierdurchgänge und man hat schon die 25 bis 30 Krapfen schön fertig gemacht. In der Zwischenzeit kann ich jetzt hier einmal abwischen. Habe ich ein bisschen rumgekleckert. So, das sieht hier richtig, richtig gut aus. Ich halte es mal ein bisschen hoch, ganz kurz. So. Heißes Fett, immer schön aufpassen. Temperatur darf etwas hochgehen, weil durch die Krapfen wird ja das Öl jetzt auch wieder ein bisschen abgekühlt. Also könnt ihr dann im Prinzip die Temperatur auch mal wieder ein bisschen hochdrehen zwischendurch. Und ja, ich bin gespannt. Ich nehme mir hier mal eine Zange, damit ich schon mal gucken kann. Ei, Hammer! Richtig schöne braune Krapfen. Jawohl, das sieht gut aus. Die Temperatur ist super. Gleich nehme ich die ersten raus. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich lege mir bei so frittiertem einfach ein Küchentuch in die Schüssel, wo ich das gleich reingebe, damit das Fett ein bisschen aufgesaugt wird. Und deswegen hier einfach ein, zwei von den Küchentüchern reinlegen. Dann wird das Fett schön aufgesaugt und es ist nicht ganz so ölig. Und jetzt kann man die hier schon drehen. Also die nehmen hier schon richtig schön Farbe an. Vielleicht könnte man sie auch noch ein bisschen kleiner machen, dass man mehr so wie Falafelbällchen, ne, so in der Größe sie hat. Aber das sieht hier alles schon ganz, ganz toll aus. Ich will mal mit 2 Löffeln das drehen. Ich glaube, da kann man das noch besser handeln. Oh ja, fantastisch. Vielleicht könnt ihr das Ergebnis sehen. Es spritzt auch nicht, das brodelt jetzt hier schön in der Pfanne vor sich hin. Ich weiß ja nicht, wo ihr so drin frittiert, aber ganz ehrlich, es reicht im Prinzip eine hohe Wokpfanne, weil ihr habt wirklich so eine tolle große Fläche und ihr braucht nicht so viel Öl, wie wenn ihr jetzt einen großen Topf nehmt. Ihr habt es gesehen, das waren jetzt gerade mal 1,5 Flaschen Sonnenblumenöl, mehr braucht man dafür nicht und hier backe ich jetzt die diese richtig schönen Erbsenkrapfen aus. Es ist ein vegetarisches Gericht. Man kann es als Beilage nehmen. Aber ich finde es besonders interessant als Zwischengang oder als Vorspeise oder wenn man zum Beispiel Snacks vorbereitet für ein Picknick oder ein Buffet. Dafür ist das Rezept sehr, sehr gut geeignet. Und es schmeckt ganz fantastisch, wenn ihr dazu noch eine saure Sahne anmischt mit Zitronenabrieb und frischer Minze, ein bisschen Salz. Und da könnt ihr dann sozusagen die saure Sahne als Dip dazu servieren. Ja, die ersten werden jetzt hier schon fast fertig. Ich drehe es mal um. Ja, Temperatur ist gut. Jetzt wende ich die mal hier so ein bisschen. Nehmen schöne Farbe an. Also sie sollen ja auf jeden Fall richtig schön braun werden.
Also hier nicht überstürzt rausnehmen, eure Krapfen, sondern lasst sie richtig schön drin frittieren. Sieht toll aus und duftet auch richtig schön. Ja, und von der Zeit her, ich sehe, wir sind jetzt bei 20 Minuten. Ich habe ja gesagt, ich darf nicht länger als 30 Minuten heute. Das ist so das kleine Geheimnis von diesem Rezept. Und ich glaube, in 30 Minuten schafft man das auch. Ich will für euch noch einmal die Zutaten zusammenfassen. Also, ich habe einen Teig hergestellt aus aufgetauten Erbsen. Diese Erbsen habe ich zuerst im Mixer zerkleinert und dann angerührt mit Zitronenabrieb, Backpulver, Mehl, klein gehackter Minze. Dann habe ich da reingegeben Salz und Pfeffer und 3 Eier. Am Schluss noch Feta untergehoben und vorhin am Anfang kam auch noch ein bisschen Ricotta-Käse rein. Diese ganze schöne homogene Masse habe ich jetzt in Sonnenblumenöl ausgebacken. Und zwar sind die so, ja, so 4x3 cm groß ungefähr. Diese Krapfen. Ne? Ich kann mit der Temperatur noch mal ein bisschen hochgehen. Ich sehe das, dass die schön bräunend ist. Geht nicht zu schnell. Passt also alles von der Geschwindigkeit. Sieht fantastisch aus hier. Knusprig braune Krapfen. Und es macht jetzt keinen Sinn, es zu überstürzen, die rauszunehmen. Man muss sich hier einfach ein bisschen Zeit geben, weil wenn sie innen nicht durch sind, dann schmeckt es einfach nicht so gut. Also überstürzt es nicht, die Krapfen rauszunehmen, sondern lasst euch hier Zeit. Wenn ihr wollt, dass es schneller geht, dann nehmt einfach zum Beispiel 2 Frittiertöpfe und macht sie nur halb so groß. Na, wenn ihr jetzt wirklich noch weniger Zeit habt als eine halbe Stunde und es muss ganz fix gehen, dann könnt ihr das auch auf diese Art und Weise regeln, dass ihr einfach 2 Frittiertöpfe nehmt. Wunderbar. Zuschauer gibt es auch. Das war ganz spontan. Den Livestream habe ich tatsächlich erst vor einer halben Stunde eingestellt, unangekündigt. Aber er wird ja aufgezeichnet und somit kommt ihr jetzt auch in den Genuss, noch diese Sendung zu sehen. Und ich werde jetzt mal den ersten rausnehmen. Und Rolf, es klopft gerade an der Tür. Kannst du mal gucken gehen, bitte? Jetzt habe ich gerade Besuch an der Tür. Ich muss jetzt aber erstmal hier die Krapfen rausnehmen, aber tatsächlich ist das Gericht ja auch fertig und meine halbe Stunde ist rum. Ich will euch das jetzt einmal zeigen, was ich hier geschaffen habe. Wunderbare Erbsenkrapfen mit Zatar. Einmal das Ergebnis für euch hier live bei YouTube. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Ich lasse mir das jetzt hier gleich schmecken und stelle euch dann auch noch ein paar Fotos ein. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und schaut mal wieder rein in der Küche 7 oder unter www.küche7.de oder gebt mir auch gerne einen Daumen hoch hier bei diesem Livestream. Ich freue mich über eure Rückmeldung. Einen schönen Abend. Liebe Grüße, eure Anja.